Verhältnis, in ein gutes Verhältnis zu kommen. Ich kann mal so sagen, keiner, den ich kenne, hat zu viele Basen in seinem Körper, sondern wir sind heutzutage alle übersäuert. Es gibt sehr ungesunde Säuren, die sollten wir möglichst in unserem ganzen Leben meiden. Dafür kann auch so ein Säure-Basen-Fasten ganz hilfreich sein. Darüber sich bewusst zu werden, welche Säuren es sind, die wirklich ungesund sind. Dann gibt es aber auch Säuren im Körper, die sind gesund und wichtig. Es gibt zum Beispiel einige Fettsäuren, die essentiell sind für unseren Körper. Die wollen und müssen wir natürlich auf Dauer auch zu uns nehmen. Und insgesamt wäre es auch keine Lösung, auf Dauer nur noch basisch zu essen. Wenn wir dagegen viel Stress haben, weil Stress löst auch oder Stress bewirkt in unserem Körper, dass wir Säuren bilden, könnte das sogar auf Dauer funktionieren. Es macht aber nicht so viel Sinn, sondern es geht um eine gute Balance, ein gutes Maß zu finden. Basen im Körper können wir anreichen durch Ernährung. Da gibt es viele Gemüse, Obst, Kräuter, Dinge, die wirklich viele Basen in den Körper bringen. Und genau dazu möchte ich dich jetzt beschenken. Geh auf meine Webseite und trage dich dort ein zum Basenglück for free und ich schenke dir eine Woche lang jeden Tag ein bisschen Wissen über die basische Ernährung. Ich freue mich, trag dich ein und dann sehen wir uns. Bis dann, tschüss!